So sah sie aus, die Siegesprämie beim heutigen Schülerlauf rund um den Bordesholmer See. Ein Original-Jagdbogen der südamerikanischen Yanomami-Indianer. Sie war nämlich der eigentliche Grund dieser Schülerinitiative, bei der es darum ging, Spendengelder zu erlaufen zur medizinischen Unterstützung dieser Indianer. 5 Kilometer mussten es mindestens sein. Einige hängten gleich eine zweite Runde hinten dran. Eine tolle Idee der Schülerschaft, die es im doppelten Sinne wegen des Wetters nämlich wohl nicht bereut haben. Es war einfach toll, heute draußen zu sein. Und so gab es letztendlich eigentlich nicht nur hier, sondern über die Landesgrenzen hinaus nur Gewinner. Denn die